Er ist hier allgegenwärtig auf den Titelseiten der Tageszeitungen, in kleinen Bilderrahmen auf dem Armaturenbrett der Autos, natürlich auf T-Shirts, auf Regenschirmen, was bei diesem Wetter hier weggeht wie die warmen Semmeln. Und nicht zuletzt schaut Papst Franziskus sogar auf kitschigen Blechschildern wie diesem hier entgegen. Die Papa-Papa-Sprechchöre der Pilger, die nehmen auch jeden Tag zu. Ja, seit Montag ist Papst Franziskus in der Stadt. Empfangen wurde er auf der einen Seite von Jubelstürmen, auf der anderen Seite aber auch von Demonstrationen. Ja, und an diesem Donnerstag zeigt sich Papst Franziskus dann zum ersten Mal den Pilgern des Weltjugendtags, und zwar gleich hinter mir auf der großen Bühne. Und dann wird sich zeigen, ob Rio bzw. die Copacabana diesem Ansturm, der hier erwartet wird, überhaupt gewachsen ist. Julia Stromer für Katholisch 1 TV aus Rio de Janeiro.